gucken wir uns mal an. Sagen die dazu auch was? Ja, man, okay, gut, das ist geil, wenn die dazu noch so schreiben. Okay, Aubameyang, Downgrade von 1, hat 29 Tore in 44 Spielen erzielt, kriegt einfach ein Downgrade. Geile Saison, hat das Triple gewonnen, Downgrade minus 1. Oder vor allem diese 6 minus Pace. Ja, Leute, Fantastic Season only plus an. Okay, da kann ich jetzt nicht viel sagen. Ben Acer, ist der krass? Also, ich denke mal, der Typ hat sich damit ein bisschen intensiver beschäftigt. Aber das ist schon krass. Also, wir gucken weiter. Wir können mal ein bisschen stoppen bei ein paar Spielern, nicht komplett durchhasseln. Ja, das habe ich euch ja. Das ist ja das gleiche Beispiel, ne, wie mit Kimmich. Ne, das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt mit Emre Can. Anscheinend auch dasselbe wie bei Fabinho. Puh, Alter, das. Was? Das finde ich gerade richtig gestört bei dem. 7 mehr, Pace, 3 Dribbling mehr, Schießen, 9 mehr, Defensive, okay, plus 2. Gleich und dann noch, Alter. Und Fabinho hat einfach plus 5 mehr. Also, diese Relation einfach, ich verstehe das nicht. Warum hat Can dann, wenn er so eine Karte hat, Emre Can, dann hätte er doch eigentlich eine 85 verdient. Ne? Also, wieso machen die dann 82? Kann mir das jemand erklären? Also Can wird echt, glaube ich, der neue Sissoko in FIFA 21 werden, ey, safe. Ja, das ist auch wieder so ein Beispiel. Guck mal hier. 2 Ratings höher und sonst, guck mal, sieht alles gleich aus. Ich kann mir nicht sagen, dass man da einen Unterschied merken wird. Also das, wenn ich das Video gerade sehe, ich werde immer aggressiver, ey. Also gerade gleich fliegt Controller. Controller sag ich schon. Ja, das haben wir ja auch schon vorhin oft gesehen, ne? Hier, kriegen alle dickes Upgrade oder auch Hummels bestes Beispiel Downgrade und die Karte ist einfach besser als die davor, Alter. Ey, das ist einfach, das geht nicht in meinen Kopf rein, ey. Das geht nicht in meinen Kopf rein. Nein, bitte zeig das nicht. Bitte zeig das nicht. Hör auf. Hör auf. Es ist einfach gestört. Ah, es ist einfach. Einmal durchatmen. Nein, das, guck mal hier. Das ist einfach. Guck mal, ich habe das alles schon aufgedeckt mit euch gemeinsam. Aber hier, bitte. Der ist schlechter, aber die Karte ist besser. Die Karte ist einfach besser. Bruder, was macht das für einen Sinn? Ich würde einfach mal gerne jetzt ganz normal mit einem EA-Mitarbeiter reden, der das gemacht hat. So, eine Frage. Sie geben mal Hummels einen Downgrade, aber auf der Karte hat er bessere Werte. Wie kam es dazu? Ich würde dann einfach nur eine logische, plausible Antwort haben. Aber das gibt's nicht. Da gibt's keine Antwort drauf. Bitte, Alter, bitte. Lass mich in Ruhe, Alter, bitte. Downgrade, but better stats. Ich schwör, krieg minus 1. 4 Pace schneller. Okay, Dribbling auch noch besser. Schießen besser. Ohne Sinn, außer Physis minus 1. Digga, die Karte ist einfach besser geworden. Alter. Scores hat 11 Tore geschossen, 5 Assists in 18 Games. Okay. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was die damit berücksichtigt haben, ob die da auch die vor seinem Wechsel das berücksichtigt haben. Ich weiß nicht, wie er da gespielt hat. Aber ja, Ibra wird ja auch immer älter und älter, ne? Aber trotzdem, Ibra ist niemals 52 Pace, oder? Also Ibra kommt mir schon noch ein bisschen so, als wäre er schon im 75er-Bereich oder sowas, ey. Klar ist er alt, keine Frage. Amazing Season in UEFA Champions League, Serie A, no upgrade. Ja, das stimmt schon. Das ist auch ein krasses. Das ist einfach geisteskrank. Da hat er einfach kein Upgrade bekommen. Illicit hätte sich so ein Upgrade verdient gehabt. Ey. Ja. Vielleicht haben sie quasi ganz neu gemacht, dass es nicht mehr so viel High Rating gibt. Eventuell eben keinen Bezug zu FIFA 20. Das kann auch sein. Aber dann sollen sie sich doch dazu äußern. Aber EA denkt sich dann an der Stelle, ja komm, lass mal die Leute zappeln. Die sollen alle schön diskutieren. Je mehr Leute darüber reden, desto mehr Werbung für unser Spiel. Ne? Ganz einfach. Und dann, ja,
sagen wir am Ende, wir haben ein neues Rating-System eingeführt. Ne? Also bitte nicht wundern, Leute. Wir haben bei jedem Spieler das Rating ein bisschen gedroppt, damit die High-Rated-Karten auch viel mehr Platz haben, viel mehr Spielraum nach oben. Ja, aber dann kommt meine Frage von der Ecke. Sancho Gnabry, so wenig Pace? Was ist da los? Ey, 34 Tore in 51 Spielen, kein Upgrade bekommen, außerhalb plus 6 Pace. Good season and a downgrade. Ja, das weiß ich, da kann ich nichts zu sagen, aber ich denke mal schon, wie gesagt, der Typ hat sich damit befasst. Assist-Rekord in La Liga. Ja, Mann. Hat den Assist-Rekord in der Liga gebrochen und was denkt sich, ey, nee, wir machen nicht plus 1, wir machen minus 1 bei Passen. Komm, der hat nicht so krass gespielt, ey. Neues Rating-System, aber ich verstehe es auch nicht, wie er das macht. Stefan sieht es genauso, ist auch schockiert. 14 Tore und 26 Assists in 50 Games. Nope, wir lassen den gleich. Es ändert sich nichts. Doch. Bruder Parejo, Alter, das war für mich eine Karte, die da war immer SBC-Futter. Bulletin, danke für die 5 Monate. War immer SBC-Futter. Der kriegt Downgrade, aber ne, komm, dann gehen wir auch nochmal 9 Pace hinterher, ne? Und nochmal 2 im Dribbling mehr, 3 im Schießen mehr. Alter! Ey, also das ist auf jeden Fall krass, die Karte. Das ist, glaube ich, der heftigste Downgrade mit dem besten Upgrade. Kriegt minus 1, aber die Karte ist so, als ob der 87 bekommen hat. Er ist gewechselt, okay, ja, ist ja egal, aber trotzdem. 9 Schießen, 9 Pace, nur 9 Schnelligkeit. Dribbling plus 2, Schießen plus 3, Defensive plus 1, Passen plus 2 und Physis gleich geblieben. Aber endlich kein Walkout mehr, ja, Mann, das ist geil. Minus 2 Downgrade, but nearly same stats, ja. Das habe ich ja schon mal gesagt. Alle Spieler, die hier minus 2, minus 3 bekommen haben, erkennt man eigentlich gar nicht. 11 Tore und 6 Assists in 19 Games. Ja, klar, war auch lange verletzt und so, aber trotzdem, für die Zeit, die er gespielt hat, hat er schon gute Sachen abgeliefert, aber Scoring 37 Tore und 7 Assists in 46 Games. Jupp, was machen wir? Wir geben den Downgrade. Auch Immobile ist more pace than Sancho. Es geht nicht in meinen Kopf rein, Alter. Shaqiri, same ratings as Pulisic. Oha. Was? Krank, Digga. Außer Pace ist halt Pulisic 10 mehr, aber guck mal hier. Schießen plus 7, Defensive plus 9, Passen plus 8, Physis und beide 81. Gute Season in UEFA Champions League. Ligue 1 und minus 2 Downgrade. Ja, hätte man vielleicht einen Downgrade geben können, aber 2 ist ein bisschen hart. Massive Pace Downgrade for no reason. Ja, man kriegt plus 3, wo man fast nichts sieht, ne? Also diese plus 1 im Dribbling wirst du nicht merken, Schießen plus 2 wirst du nicht merken, Defensive nichts merken, Passen plus 4 wirst du nicht merken, Füße ist auch nicht. Aber Pace merkt man schon so ein bisschen. Fantastic Season, hat das Triple gewonnen. Was geben wir? Dicke minus 2. Also Thiago hätte sich 87 oder 88 safe verdient. Werner genauso. 34 Tore in 13 Assists in 45 Games. Kriegt einfach ein Downgrade, Alter. Ey, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ey. Leute, es reicht, ey. Es reicht, also. Ich drehe gleich komplett am Rad. Ich kann... Es tut mir leid, ne? Also, ich freue mich mega auf das Spiel, keine Frage. Aber das mit dem Rating, da muss man einfach ehrlich sagen, da wurde ordentlich reingeschissen. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, ey. Mehr kann man wirklich dazu echt nicht sagen, Alter. Das, es,